Lufthansa meidet den russischen Luftraum. Dann hat die Lufthansa-Gruppe mehrere Initiativen gestartet, Umweltschutz zu praktizieren. Und dann haben wir noch das Thema, ja, dass die Lufthansa-Gruppe, Austrian Lufthansa selber, aber auch die Brussels, an einen Aufschwung glauben und meinen, dass es im Moment jetzt besser sei als sogar vor Corona. Mario Hoffmeister, ich muss gerade gucken, richtige Seite. Mario Hoffmeister, Lars Korsten und wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen an diesem heiligen Sonntag mit dem Lufthansa Group Update. Haben ja So ist den es. 27. Februar. Wie immer, Mario, Abonnierbefehl, ne? Glocke hast ja angemacht, abonniert hast du auch. Sehr gut, das sollte. Kommentieren tue ich ja später. Das ist richtig. Das ist das Nächste, was er tun sollte. Kommentieren und dann natürlich ein Like da lassen. Danke, dass ihr das macht. Mario bedankt sich auch. Bedankt sich auch. Ich bedanke mich auch. Wenn ihr euch wundert, warum ich immer nach links gucke, ich gucke nach links, weil Mario bei mir links auf dem Monitor ist. Insofern. Aber nun gut. Ja, das Alles erste gut. Thema. Das erste Thema, da kommen wir leider auch nicht drum rum an diesem heiligen Sonntag, ist die Lufthansa-Gruppe meidet den russischen Luftraum, so wie andere Fluggesellschaften. Mario, möchtest du uns kurz da mal up to date bringen? Ja, ich meine, das wird ja wohl jeder mitbekommen haben, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist und dass die Situation in Europa, was die Luftfahrt angeht, ziemlich komplex ist. So hat die EU und auch Großbritannien ja den Russen bzw. den russischen Airlines den Luftraum gesperrt. Umgekehrt gilt das auch für einige europäische Airlines, was den russischen Luftraum angeht. Aber die Lufthansa hat vorsorglich schon mal gesagt, für die nächsten 7 Tage, wir meiden den russischen Luftraum, den ukrainischen ja ohnehin schon. Und das bedeutete sogar, dass gestern ein A350 auf dem Weg von München nach Seoul, der schon im russischen Luftraum war, wieder umgedreht ist und zurückgeflogen ist nach München. Also man meint das tatsächlich wirklich ernst. Und ja, vor dem Hintergrund der aktuellen Situation ist das sicherlich keine ganz schlechte Entscheidung. Die Frage, und das weiß sicherlich der Lars besser, was sind die Alternativen, um jetzt von Europa nach Südostasien, nach Asien zu kommen, also China, Japan, ohne durch den russischen Luftraum zu fliegen? Im Prinzip ist das untenrum. Das heißt also, du musst dann Ja. quasi unten um die UAE rumfliegen, Indien und dann wieder Richtung Thailand und so weiter. Ist natürlich eine Flugzeitenverlängerung, ist auch eine höhere Ja. Kosten verbunden, logischerweise. Also insofern nicht ganz optimal. Aber wie gesagt, das ist halt der Preis, den man in diesen Zeiten zahlen muss. Ein anderes Problem ist natürlich, im Moment ist die Lufthansa nicht wirklich aus dem Luftraum der Russen verbannt. Das Problem ist aber, Nee, das stimmt. wenn ein Flugzeug in Russland sicherheitslanden müsste, könnte man keine Ersatzteile hinbringen. Das ist das Problem, warum viele Fluggesellschaften schon allein deshalb nicht hinfliegen, weil man halt das Problem hat, dass das Flugzeug dann weg ist. Gestern war das ja auch so. Ich glaube, KLM war das. Die waren mit zwei 737 unterwegs. Eine davon ist ja nach Kopenhagen zurückgeflogen, weil sie refuelen mussten, weil sie es sonst nicht geschafft hätten. Die sind einfach umgedreht. Warum? Ganz einfach, weil sie halt da keine Ersatzteilversorgung hätten und dann hätten sie zwei Flugzeuge da stehen gehabt, was natürlich komplett Banane ist. Das nächste Thema ist Ja. natürlich auch, wenn wir, so wie ich das verstanden habe, die Bundesregierung bereitet da gerade auch, und interessanterweise finde ich, dass das dafür ein Gesetz gemacht werden muss, das Verbot von Einflug russischer Flugzeuge vor. Komischerweise, Polen hat es ja schon gemacht, die baltischen Staaten haben es ja gemacht, also sie kommen ja gar nicht mehr wirklich nach Deutschland. Also man sieht ja auch an dem einen Flug, der nach Athen geht, der fliegt dann irgendwie so zwischen Finnland, Estland, am Baltikum vorbei und dann einmal außenrum. England dürfen sie ja auch nicht. Also insofern ist das für die natürlich richtig, Banane nach Athen zu fliegen. Man hat ja auch zum Beispiel einen französischen Frachter aufgebracht. Also ich weiß gar nicht, ob man dieses Flugzeug dann sogar beschlagnahmen würde, Mario. Wäre das eine Maßnahme? Ich weiß es gar nicht. Weiß nicht. Also das ist schon ein ziemlich tiefes Völkerrecht, glaube ich. Das kann ich tatsächlich nicht sagen, ob das möglich ist.
Du bist ja mehr so in der Schweinezucht in Goslar unterwegs, oder wie war der Spruch? Genau, ich bin mehr so in der Schweinezucht unterwegs. Ja, wie gesagt. Also, lange Rede. Also, es ist eine sehr diffizile Lage. 7 Tage hofft die Lufthansa. Die Russen hatten ja gesagt, bis 2. Mai sei der Käse, nee, 2. März, Entschuldigung, bis zum 2. März sei der Käse gegessen. Solange ist ja der Flughafen zum Beispiel in Rostov gesperrt. Glaube ich jetzt ehrlicherweise persönlich nicht mehr so dran. Warum? Ganz einfach, weil der Russe kommt nicht wirklich vorwärts. Man kann der Propaganda zwar von beiden Seiten nicht glauben, aber das Thema wird uns etwas länger beschäftigen, zumal jetzt vom Westen her und 20 Staaten aus dem Westen haben ja schon Waffen geliefert. Also das ist ein Problem, was uns länger betreffen wird. Und ich finde es schade, also es sollte relativ schnell gelöst werden. Mehr können wir eigentlich gar nicht dazu sagen, Das ist oder? so. Da können wir mehr nicht zu sagen, Nee, oder? mehr kann man nicht dazu sagen. Und witzigerweise, so ein negatives Thema. Das nächste Thema, Lars, ist sozusagen, was die Lufthansa oder die Luftfahrt angeht, ein super optimistisches. Die Lufthansa meint, spätestens ab Ostern geht es so richtig rund. Ja, man hat bei der Lufthansa, Carsten Spohr, ich habe das ja lustigerweise betitelt, die Lufthansa beteiligt sich nicht mehr an der Corona-Krise. Ist eigentlich das, was Carsten Spohr schon länger erzählt. Und wenn man das der Lufthansa-Gruppe glauben darf, dann haben sie dem abgeschworen. Man ist ja mit der ITA dran. Man hat aus Österreich 120% Zuschlag über die Osterferien an Passagieren, wenn man die Zahlen sieht, im Vergleich zu 2019. Also das heißt, die Leute haben Hunger, die Leute wollen fliegen und die Lufthansa sagt ganz einfach, dass die Lufthansa, die ja jetzt rund erneuert ist und ein Thema, was ja bei der Runderneuerung vielleicht auch nochmal beleuchten sollten, kommt aber glaube ich später auch nochmal vor, ist Malta. Da ist uns Mario gerade abgehauen. Ich hoffe, dass er, er spricht noch wieder, alles klar. Da ist er wieder. Also auf jeden Fall, dass die Omikron-Variante zu Jahresbeginn noch mal ein paar Bremsspuren hinterlassen hat. Wir erinnern uns ja alle, dass Lufthansa ein paar Flüge hat ausfallen lassen müssen. Abgesehen davon hat man ja noch auch jetzt im Februar diese sogenannten Slotflüge machen müssen. Also ich denke mal, dass der Lufthansa da jetzt ja, die Zeichen auf vorwärts stehen. Man hat ja auch wirklich sehr viele Sachen gemacht. Also den Piloten hat man ja angedroht, dass man eine neue Firma gründet, damit man ein neues AOC hat, dass man die teuren Verträge los wird. Eurowings geht nach Malta. Also die haben so viel an Kostenreduzierung betrieben, was schon auf keine Kuhhaut mehr geht. Finde ich persönlich etwas problematisch, weil man da wirklich eine Reihenärisierung der Lufthansa macht. Und wir hatten uns da ja noch letztes Jahr darüber lustig gemacht, dass die Crews sich darüber beschweren, dass das der Weg ist, den die Lufthansa geht. Und wir erinnern uns ja auch noch mal an den Perspektivvertrag, PPV war das, der ja auch gekündigt worden ist und jetzt bald auch ausläuft mit den 800, was war das, sechs, wie viele Mal Flugzeuge waren das im Perspektivvertrag? So 365 Flugzeuge? Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf. Ich weiß es auch nicht mehr, auf jeden Fall diese Zahl, das heißt also, dass das auch zur Disposition steht und die Lufthansa halt da richtig Druck macht, um weiterzukommen. Ja, Mario, was hältst du davon mit der Lufthansa? Ja, ich meine, es hat sich ja ein bisschen abgezeichnet. Die Buchungszahlen, sind ja schon seit geraumer Zeit, insbesondere auch was die Strecken gen Westen angeht, doch recht hoch. Und die Lufthansa fliegt dann, glaube ich, auch wieder mit der 747-400 nach Mallorca. Das zeigt ja schon alleine, dass es dort wieder richtig rund geht. Und man stellt ja auch schon wieder Piloten und Flugbegleiter ein. Also es wäre ja auch perspektivisch ganz gut, wenn man diese Krise hinter sich lassen würde. Denn ja, so ein bisschen Optimismus nach der langen Zeit der Corona-Krise ist ja sicherlich nicht ganz verkehrt. Ja, ganz genau. Also wie gesagt, die Corona-Krise ist ja auch jetzt im Angesicht des Krieges eigentlich komplett durch. Wir haben ja auch von unserem Gesundheitsminister gehört, dass er sich nicht mehr wahrgenommen fühlt und dass es für ihn natürlich ein Problem ist, dass er bei Lanz und so weiter nicht mehr gefragt ist. Aber dann keine Polemik an dieser Ja. Stelle. Ein Zeichen ist, und das ist das, was ich eben auch schon gesagt hatte, die 120% Zuwachs bei der Austrian Airlines in den Sommerbuchungen war es und nicht zu Ostern, um das nochmal klarzustellen. Man sieht da, dass der Demand sehr, sehr hoch ist. Lufthansa hat ja auch die 340-600 jetzt den ersten wieder in Dienst gestellt. Das geht da richtig los.
Und dieser gesamte Buchungsanstieg, den man hat, hat die Austrian Airlines ja da auch zu bewogen, die komplette Flotte zu reaktivieren. Das heißt also, dass man da Annette Mann, die ja ab 1. März in Wien das Ruder übernimmt, das ist ja schon übrigens übermorgen, ne? Das ist Dienstag, da also einen sehr, sehr guten Start erwischt. Und man kann einfach nur sagen, dass Alexis von Hönsbruch da einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, wenn sie da so gut durchgekommen sind. Alexis will jetzt natürlich sagen, das wäre nicht sein Verdienst, sondern das seines Teams, logischerweise. Natürlich. Natürlich. Aber wollen wir da jetzt nicht ins Detail gehen. Also ich denke mal, die Zahlen sind halt wirklich spannend. Ziele sind dann auch Städteziele. Also Hamburg ist zum Beispiel ein Ziel, was die Österreicher sehr, sehr gerne anfliegen anscheinend. Dann gibt es Ziele wie Paris, Berlin. Ist auch sehr, sehr gefragt. Berlin verstehe ich persönlich nicht. Ich mag Berlin nicht. Da mache ich keinen Hehl draus. Und Berlin hat immer noch keinen Flughafen. Genau wie Wien keinen Flughafen hat. Aber andere Ziele sind natürlich die Warmwasserziele. Dass man da halt wirklich auf die griechischen Inseln fliegt oder dann halt irgendwo ans Mittelmeer. Also solche Sachen sind die gefragten Ziele. Wer weiter sagt, er möchte expandieren und glaubt an eine Zukunft, ist die gebeutelte Brussels Airlines mit dem Air Croatia Livery. Die wollen 288 People haben und das geht da auch aufwärts, ne Mario? Ja, das scheint so. Oder man verwechselt sie mit Croatia Airlines, wer weiß ich nicht. Mal, die Leute dachten, sie hätten dort gebucht. Nee, du hattest es ja eingangs schon gesagt, letztlich im gesamten Lufthansa-Konzern, warum ist die Swiss ja nicht eigentlich nochmal explizit genannt, geht es tatsächlich wieder aufwärts. Und auch bei Eurowings, du hattest es ja in einem deiner täglichen Updates ja schon gesagt, die Eurowings liest auch noch Flugzeuge von Baltic. Also man ist sich tatsächlich sehr darüber oder man ist sich sehr sicher, dass es auf breiter Front wieder nach vorne geht. Ja, das ist sicherlich kein verkehrtes Zeichen. Ja, also wir können das Thema ja vorziehen ein bisschen. Das sollte ja eigentlich erst kommen später mit der Eurowings mietet die Flugzeuge links und rechts. Dann muss ich das jetzt einmal kurz wieder rüber kopieren, dass das vom Thema hochgezogen worden ist. Jens Bischoff hat halt einfach gesagt, dass man in 2022 voll auf Attacke geht und hat dann ja einen Zehnerpack an Airbus-Jets sich geholt. Die Lufthansa-Tochter hat halt wirklich auch bei Firmen wie bei Avion Express Flugzeuge gemietet. Ja. A320er, die Litauer sind das, die fliegen. Dann die Kollegen aus Riga, die geben ja dann auch quasi, ja, wie viel ist denn das überhaupt? Die haben ja auch wieder 10 A320er, A220er, die geben das jeder sechste Flieger der sechste Flieger von denen halt fliegt. 10 Stück sind auch, glaube ich, da die permanent in Düsseldorf dann stationiert werden, inklusive Crew und allem. Ne? Also insofern sieht man da auch, dass die Strategie vom Martin Gauss aus, der ist übrigens Deutscher, ne? Also der ist ja vorher bei der deutschen BA geflogen. Und da dann Management gewesen und dann rüber zu AirBaltic nach Riga gezogen. Der hat halt mit seinen 220ern richtig eine Goldgrube. Und der hat seinen 33. Flieger diese Woche letzte Woche bekommen. Hat 50 Stück irgendwie, die er kriegen soll in Toto. Hat aber auch nochmal Optionen auf 20 Stück, dass er, glaube ich, 70 Stück bekommen kann. Und das Flugzeug, das brennt. Und die Leute kriegen halt die Flugzeuge nicht schnell genug. Ich glaube, die Leute werden sich dann auch wundern, wie gut AirBaltic eigentlich ist. Ich finde die Sitze sehr gut. Die findest du ja auch gut. Das sind ja die gleichen ZEM-Sitze wie bei der Swiss. Nur farblich halt etwas anders. Also insofern, ich kann da ganz ehrlich nur sagen, Hut ab, Respekt und Eurowings. Ihr glaubt an das Konzept, finde ich auch ganz gut. Ich hoffe aber, dass die Qualität da einfach stimmt und dass der Kunde nicht wieder Sparopfer ist. Da muss man halt der Ehrlichkeit halber drauf hinweisen. Mario, warst du eigentlich schon im Satelliten in München am Flughafen? Witzigerweise noch nicht. Ich war zwar in München, als es den Satelliten schon gab, aber leider bin ich nicht vom Satelliten geflogen.
Der Lars bestimmt, der war ja schon überall, Ja, ich war ja auch da in der Hondehütte und alles, also insofern kenne ich den nämlich. Satelliten sehr, sehr gut. Ich bin auch da mit der Bimmelbahn gefahren. Leider nicht so ein Heidi-Erlebnis wie bei der Züricher Freundin. Das ist Mega. wunderbar. Das ist richtig geil. Aber der Satellit macht im März wieder auf in Betrieb, ist also auch ein Zeichen dafür, dass es wieder weitergeht. Und Ja. wir sehen ja halt auch die 340er, dass die langsam kommen. Die sollen ja auch ab München dann fliegen am Ende. Im Moment, glaube ich, gehen die ab Ja. Frankfurt. Heißt also, dass man den Satelliten dann halt braucht, weil die Nachfrage sehr, sehr hoch ist in Lufthansa-Augen. Also ich glaube, dass das auch ein Zeichen ist, wo man sieht, dass Attacke gefahren wird. Ja, man, Ja. es wird ja so ziemlich alles reaktiviert, bis auf die A380, was irgendwie wieder zu reaktivieren ist, weil, gut, anderes Thema, weil sich natürlich die Neubestellungen beim Dreamliner und dergleichen, 777 sowieso, ja noch ziemlich hinziehen. Ne? Also, und es wird irgendwie so ziemlich alles reaktiviert, was zu reaktivieren geht. Ja, und ich hatte auch insgeheim irgendwo nochmal auf den 380er gehofft. Warum? Ganz einfach. Ja. Ja, die Lufthansa braucht die Flieger. Überleg doch mal, wenn das wirklich so Ja. knallt in der Bude, ja, alle Fluggesellschaften reaktivieren alles, was nämlich bei drei auf dem Baum ist. Und die Qatar Airways hat die 380er ja auch zurückgeholt aus der Not. Und wenn Lufthansa Ja. halt Not bekommt und die 787 kommt anscheinend ja auch nicht so, wie man sich das vorstellt, weil die sollte ja schon ab Dezember kommen. Man hat zwar jetzt den Rollout Richtig. gemacht, aber wenn die FAA jedes Flugzeug persönlich einmal per Handschlag begrüßen möchte und verabschieden möchte, und bei der Menge an Flugzeugen, die da stehen, einige sind ja sogar schon für Qatar Airways angeblich, sind da ja Hüllen schon produziert. Also das ist ja das Ding. Genau wie bei Airbus auch. Nur Airbus hat halt das Glück, dass sie die Buden einfach zusammen gebastelt hat, Triebwerke dran, tschüss. Und das können sie bei der 787 leider bei Ja. Boeing nicht machen. Also Nee, ich. aus guten Gründen, ja. Sie haben es halt nicht anders verdient, um es mal ganz brutal zu sagen. Ja. Ich glaube nichtsdestotrotz aber dran, dass eine kleine Chance für den 380er besteht, wenn die Nachfrage so kometenhaft geht. Aber mit der Russland-Krise sehe ich da wieder vielleicht ein bisschen schwarz. Ich weiß es nicht. Man muss halt alles abwägen. Ist das eine Tja, Russland-Krise? in der Tat, aber ja, Russland-Ukraine-Krise, whatever. Okay. Ja, schauen wir mal. Noch stehen sie in Spanien, noch wären sie theoretisch wieder in den aktiven Dienst zurückzubringen. Aber ja, wir müssen schauen. Ja, ganz genau. Weil wir weiterschauen müssen, ist, was bei der Swiss passiert. Die Swiss hat es ja eben richtigerweise erwähnt, dass die nicht in irgendeiner Art und Weise in diesen Expansionskurs erwähnt worden sind. Wahrscheinlich hat man sie nur vergessen. Die Schweizer konnten halt noch nicht ihre Zahlen liefern oder bringen oder was auch immer. Aber die Schweizer sind in einem Umweltschutzprojekt relativ weit vorne. Wir erinnern uns an diese Shark Skin, also an diese Haifischhaut, Ja. die ja dafür sorgt, dass die Verwirbelung am Flugzeug weniger wird. Und wenn man diesen Film anbringt, und ich kenne das übrigens aus meiner Karriere als Schwimmer, da haben wir auch Haifischhaut in den Schwimmanzügen imitiert, ist mittlerweile von der FIA ja auch verboten worden, also von der FINA ist das übrigens schon, FINA. Ist ja Natation, also Schwimmen, weil das sind ja Franzosen. Weil das halt wirklich einen Vorteil bringt beim Vortrieb. Und genauso ist das halt auch, wenn man fliegt, dass die Luft durch die Verwirbelung 1% des Kraftstoffes spart. Und die Lufthansa Technik hatte das mit BASF, glaube ich, zusammen entwickelt. War es BASF? Ja, die Und hatten das ja schon an der 777, nicht? An der genau. Cargo-Maschine. An der Cargo-Maschine, jetzt bringen sie es bei der Swiss an alle Maschinen, die 777 sind, weil sie 1% sparen. Aber 1% sparen ist halt bei einer Langstrecke richtig viel Knete, ne? Also über die Zeit gerechnet. Abgesehen davon ist es für den Umweltschutz gut, wobei ich nicht weiß, ob Plastik sich da nicht wieder konterkariert und wie lange das hält und wie schnell das Plastik sich da abwirft. Also ist da wieder sehr, sehr Ja. zweischneidig. Aber ich finde es halt gut, dass man da halt die 12 Maschinen mit der Folie beklebt. Und man sieht ja auch auf den Bildern, die Lufthansa da gezeigt hat, dass das relativ aufwendig gemacht wird. Deshalb hoffe ich mal, dass das langlebig ist, dass wir da keine Nachteile im Umweltschutz haben. Was sollte man noch sagen, wie es funktioniert?
950 Quadratmeter, 4.800 Tonnen werden pro Jahr gespart. Eingespart. Und das in Kerosin. Kerosin und in CO2, Carbon Dioxide, wie das auf Englisch ist, sind das sogar 15.200 Tonnen. Und jede Tonne läppert sich und jede Tonne ist gut. Und auf dem Weg hin zur Nachhaltigkeit finde ich das eine sehr, sehr gute Idee. Ja, ist ja auch vielleicht nur der Anfang. Vielleicht im Moment sind es noch Folien. Vielleicht werden später mal mit einem speziellen Verfahren die Flugzeuge von Anfang an lackiert, dass man sich Folien sparen kann oder keine Lackierung mehr bekommen, sondern nur noch Folien, die dann auch farbig sind. Im Moment sind sie ja quasi durchsichtig und werden draufgeklebt. Durchscheinend. Schauen wir mal, was dann noch passiert. Ja, durchscheinend. Ist eine gute Sache. Ja, durchscheinend, genau. Ist eine gute Sache. Aber ja, die Lufthansa macht ja noch mehr. Man sammelt ja jetzt auch Flaschen. Ja, man ist unter die Flaschen. Diese gegangen. Recyceln. Genau, die Elisabethen, die werden zu 100% nachgecatert, hätte ich fast gesagt, wiederverwertet. 60% des Abfallgewichts eines Flugzeugs entfällt auf zurückgelassene PET-Flaschen. Und die haben da zusammen mit dem Frankfurter Flughafen sich dazu durchringen können, eine Recycling-Geschichte zu machen. Und ich finde das relativ gut, denn die PET-Flaschen, 72 Tonnen sind das übrigens, wenn man das Gesamt von allen Flaschen nimmt. Und das ist ja auch mal eine geile Geschichte. Ich weiß gar nicht, sind die Flaschen eigentlich mit Pfand behaftet im Flugzeug? Eigentlich nicht, ne? Außer innerdeutsch eventuell. Ich weiß es nicht. Ja, innerdeutsch, ich glaube, nee, manchmal. Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht genau. Also doch, ich meine da auch dieses Label gesehen zu haben. Aber ich werde beim nächsten Mal drauf achten. Schreibt es unten in die Kommentarspalte, ihr wisst das sicherlich. Wer heute fliegt, Elisabethen gucken, den Flug refinanzieren, hätte ich fast gesagt. Damit kann man das dann machen. Flaschen sammeln. Ja, Mario, nachdem du das Thema ja vorgezogen hast, brauchen wir ja über die UFO, brauchen wir über die AirBaltic und die anderen Anmietungen der Eurowings nicht mehr zu sprechen. Deshalb kommen wir zum letzten Thema. Und zwar der UFO. Die UFO gibt der Lufthansa wenig Gegenliebe zu der Malta-Geschichte. Da wollten wir ja drauf eingehen. Wie siehst du das? Ich meine, wir haben ja eben schon ein paar warme Worte dazu gelassen. Ich nenne das ja Ryanairisierung. Das Wort habe ich nicht selber erfunden. Das kommt von der Lufthansa, von der Belegschaft selber. Ist die UFO zu Recht misstrauisch? Ja, misstrauisch zu sein ist sicherlich nicht verkehrt in dem Falle. Man möchte zwar Steuern sparen, Doppelbesteuerung und dergleichen vermeiden, aber es ist halt immer problematisch, wenn solche Dinge ja in ein anderes Land verlegt werden. Ich bin kein Arbeitsrechtler, ich weiß nicht, was das für Konsequenzen hat, aber auf jeden Fall wird nach maltesischem Steuerrecht dann dort die Mitarbeiter, ja, wie soll man das sagen, behandelt. Und ob da noch mehr dahinter steht, andere Steuervermeidungsstrategien, das vermag ich nicht zu sagen, aber das da hat ja die UFO den Verdacht. Warten wir es ab. Wenn es tatsächlich darum geht, Kosten einzusparen, wenn man tatsächlich wirklich Kosten einsparen kann und nicht sozusagen die Mitarbeiter darunter leiden, dann ist das sicherlich nicht verkehrt. Aber wenn das dann wieder weitreichendere Konsequenzen hat, wie du schon gesagt hast, die Ryanairisierung der Lufthansa, dann wäre das sicherlich nicht so gut. Ja, also in der Tat, ich denke eher, dass das mit Steuersparmodellen zu tun hat und da dann von der Lufthansa halt wirklich das Geldsparen im Vordergrund steht, finde ich natürlich als Bundesbürger, ja, natürlich in Deutschland auch keine Steuern zahlt, aber ich lebe ja nicht in Deutschland, finde ich das natürlich auch nicht prickelnd, wenn man das ehrlich sieht und sagt. Schreibt das einfach in die Kommentare unten rein. Warum ganz einfach? Glaubt ihr einfach, dass die Eurowings irgendwann mal irgendwie auf ein Level der Lufthansa auch qualitativ kommt? Weil ich finde, qualitativ sind da doch noch Unterschiede zu sehen. Aber nicht verwechseln mit der Eurowings Discover. Das sind ganz andere Buden. Also die Eurowings hat mit der Eurowings Discover richtig nichts zu tun. Andere Firma. Und
Da muss man halt schauen. Ist übrigens bei der Swiss ja auch so. Es gibt ja die Swiss International und die Swiss, die auf der Con-Strecke fliegt. Da haben die das ja die Trennung direkt gemacht von Anfang an. Also insofern freuen wir uns da auf eure Kommentare. Und wichtig, Abonnierbefehl, am Ende kommt dieser immer. Und habe ich noch was vergessen? Jawohl. Glocke an, Glocke an, logischerweise. kommentieren, liken für den Ja, Algorithmus. genau. Das Spiel, ihr kennt das schon, sind jetzt quasi bei fast 26 Minuten. Und dann müssen wir jetzt einfach mal Schluss machen. Sagen wir danke. Denke ich auch. Vielen Dank Genau. und schönen Sonntag. Adiosos. Ciao. Ich lege da mal auf, hier hätte ich fast gesagt, also ich beende das. End Ja. Recording.